Folge Nummer 36 von City Skylines. Wir sind mit unserem Offshore-Park verbunden aus der letzten Folge. Hier irgendwo war es. Ne, da war doch dieser Vier. Die waren. Kann das sein, dass sie vorher überhaupt nicht verbunden waren? Doch, hier waren sie verbunden, alles klar. Dieser Offshore-Park haben wir mit diesem Wohngebiet verbunden, damit da auch Strom kommt. Das ist wunderbar. Wir haben hier einen Wasserschutz gemacht, damit, wenn der Fluss mal wieder schwappt, nicht dagegen schwappt. Allerdings hier vorne ist dann die Frage, ob es da nicht auch so ist noch. Hatten wir ja letztes Mal so ein bisschen was gemacht. Naja, gut, haben wir das erst. Wir haben unten alle drei Balken relativ weit unten. Das heißt, wir sind hier erstmal gut unterwegs. So, jetzt haben wir hier noch ein Wohngebiet. Oder hier noch ein Gebiet, was wir machen können. Aber wo wir von Gebieten sprechen, wir haben bestimmt... Ah doch, haben wir tatsächlich Gebiete noch hier. Die haben wir wohl frühzeitig mal gemacht. Sehr schön. Ja, dann brauchen wir da nichts machen. Allerdings haben wir ja noch hier hinten irgendwo was. Das ist noch kein Gebiet. Okay. Dann würde ich das jetzt noch als Gebiet machen wollen. Dann machen wir das doch mal so. Das machen wir auch mal so. So ist schon mal was, ne? Okay, dann haben wir da auch ein Gebiet mehr. Welche Wohngebiete haben wir denn hier? Wohnfläche haben wir hier. Alles zum Bewohnen. Wir hatten jetzt hier dann Eisenerz, ne? Oder wie war das? Ja, hier ist Eisenerz. Das heißt, wir müssen jetzt hier mal Industrie machen. Diese Autobahn geht da durch. Ja, das ist auch wunderbar. Das bedeutet... Hier im Tal müssen wir jetzt noch gucken, dass wir da Industrie an Pflanzen nicht, wie heißt man, an ja, das urbar machen für die Dingens. So, dafür würde ich jetzt erstmal die Autobahn weiterbauen. Lärmschutzwand hatten wir, glaube ich, so eine hier genommen, ne? Ich glaube schon. Also, da müssen wir erstmal das hier machen, weil so gefällt mir das nicht. Ich möchte es hier ein bisschen so haben. So. Und dann... Ich sag nicht, das Ding ist jetzt auf Stelzen gebaut. Nee. Nee, da nicht. Hier geht sogar. Ich glaube, das hat auch noch geklappt. Ja. So, hier sieht es so aus, als ob wir hier eine Auf- und Abfahrt machen können, weil es eben ist. Was man so eben nennt, ne? Dann wollen wir das doch mal hier gerade versuchen zu praktizieren. Also hier ist schon mal klar. Da müssen wir raus. Und hier müssen wir rein. Wunderbar, funktioniert auch schon mal. Jetzt ist die Frage, gehen wir in die Tiefe oder gehen wir in die Höhe? Könnt ihr ja einen Tunnel machen, ne? Dann ja, müssten wir hier jetzt mit runter, ne? Würde so funktionieren. Und da auch funktionieren. Jetzt müssen wir nur eine Straße haben, die wir da unten haben. Ich denke, eine Vierspur wäre schon nicht verkehrt, oder? In der Hoffnung, dass das so funktioniert. Und da
mal so und dann kommen wir hoch. So. Und jetzt müssen wir noch gucken, dass wir das da unten verbunden kriegen. Ich glaube, es hat schon geklappt, oder wie sehe ich das? Sehr cool, finde ich. So, das bedeutet, wir müssen hier noch drehen. Das sieht alles gut aus, ja, sehr schön. Und hier kommen wir runter. Ah, das müssen wir gerade noch ein bisschen lassen. Ah, doch, das war schon ganz gut da. Die Straße müssen wir noch ein bisschen länger machen. Ich glaube, wir machen das aber da so. Erstmal so. Dann wieder die Autobahnabfahrt. Die Marker natürlich nicht so, wie ich möchte. Aber so geht's. So, die können rauffahren, die können runterfahren. Ja, das ist ganz nett geworden, oder? Mal etwas funktioniert. So, das ist eine Industriegebietsausfahrt sozusagen, ne? Jetzt ist nur die Frage, wir müssen definitiv hier mal ein bisschen weiter hoch. Ich denke mal, wir machen das mal so. Hier so hin. Und eine kleinere Straße geht von hier aus ab, die dann in diese Richtung geht. Ja, die machen wir da so rein. So, das ist das, was für unser Industriegebiet wird, ne? Hier haben wir ja schon mal ganz gute Fläche. Hier machen wir mal so eine schicke Möglichkeit zu drehen. So ist doch gut, oder? Das könnte man, hätte man ja auch als Einbahnstraße machen können, ne? Aber lassen wir so, passt schon. So, wie sieht es denn jetzt hier mit Wasser aus? Wasser fehlt da natürlich noch. Machen wir warmes Wasser. Wo ist die Hauptleitung? Die kommt von da. Machen wir mal erstmal bis hier. Ja. Und gehen dann von hier aus nach darüber. Sieht erstmal gut aus. Und geht nach da. Bis da. Und die müssen wir doch tatsächlich noch ein bisschen länger machen. Ja, das ist so. Hier müssen wir noch ein Stück ranflicken, sonst meckern die da vorne. Gut. Und jetzt von hier machen wir mal noch nach da. Ich glaube, so ist passend, ne? Naja, doch nicht. Ja, überlappt ein bisschen, aber soll jetzt erstmal egal sein. So, Wasser ist auch da. Strom kommt von alleine über das Gebiet da. Fläche. Oh, wir brauchen Wohnraum. Warte mal, das Feld hört hier, glaube ich, auf, ne, oder? Nee, das ist da schon komplett, okay. Das bedeutet, da ist komplett Industrie zu pflanzen.
Aber warte mal, wir müssen hier noch was ändern. Und zwar unsere Gebiete. Das müssen wir mal ändern. Weil hier ist ja Dingens drunter, sag schon. Unser Erz. Obwohl, das hier vorne können wir lassen. Weil das ändert sich sowieso nicht mehr. Aber hier machen wir jetzt ein neues. Ich weiß nicht, ob es hier noch was werden wird. Aber hier ist ja ein Industriegebiet auf jeden Fall zu machen. Ich glaube, hier sind wir ein bisschen zu weit gegangen. Jetzt gehören die dann drüben hin, das passt schon dann. So, das schließen wir. Und machen das auch noch hier so rum. Und machen das noch so. Das ist schon mal ganz schick. Hier ziehen wir das noch ein bisschen hinterher. Weil das wird auch noch das gleiche sein. So, dann können wir das mit Erz machen. Was sind das für ein Punkt da? Nee, das war schon richtig. So, jetzt ist der Punkt wieder weg. Erzindustrie ist hier, das ist richtig. Gut, die sollte jetzt auch hier gleich wachsen, ne? Tut sie auch. Bekleidungs GmbH, passt ja, ne? Die machen wahrscheinlich Latzhosen für Erzbergwerke. Wie angegossen. Auch sehr interessant. Kleidung, ihr seid hier falsch. Bergbaulösung, das ist richtig. Erzunternehmen ist auch richtig. Erzunternehmen ist auch richtig. Die Frage, wann die Bekleidungsindustrie mitkriegt, dass sie hier falsch ist. Ja, ist definitiv so. Ja, muss man mal gucken, ob die dann irgendwann abhauen, ne? Die ist nämlich auch falsch. Hier neben ist Bergbaulösung, passt. Das ist eigentlich richtig. So, angebunden ist. Talhöhen sind das, okay. Sind zwar Tal ist tief und Talhöhen, das ist cool. Passt aber erstmal so weit. So, wie sieht's weiter aus? Wir brauchen ein Wohngebiet ohne Ende. Und ich würde dann das hier favorisieren, hier eins noch reinzuzaubern. Wo können wir denn hier noch eine Kreuzung hinsetzen? Die uns nicht so weit, ich glaube hier geht's rein am besten, ne? Ja, ich schätze mal, wenn wir hier eine Straße reinsetzen, ist das ganz gut. So, es passt schon. So. Lass uns mal gucken. Ich glaube, wir können schon eins so hier reinmachen.
Ja. Und hier hinten starten wir noch mal so ein Teil. Und machen das so. Was haben wir denn jetzt hier? Einbahnstraßen alles gemacht. Na super, das hat ja gut geklappt. Na dann. Das war richtig cool. Warte mal, das. Warte mal, hier geht's nicht. Das müssen wir schon so machen. Das passt schon. Diese Straße muss rein und raus sein. Aber hier können wir wirklich so machen, dass die da fahren und die auch wirklich so fahren. Ja, lass mal das mit der Einbahnstraße, ist da vielleicht keine schlechte Idee. Gut, dann haben wir das auch. Wasser. Wasser liegt. Müsste man nur auffrischen. Macht das auch so. Wo kommt es hier weg? Da. Passt schon so. Unser neues Wohngebiet soll ja überall mit Wasser, Heißwasser sein. Na komm, dann passt es erstmal. Und dann müssen wir auch gucken, wie viel Grad haben wir gerade. 17 minus, können auch 27 minus sein. Nicht, dass wir da gleich wieder irgendwo eine Problematik haben, wenn wir Häuser bauen, dass das hier aufhört. Okay, das haben wir. Jetzt muss der Wohnraum nur her, ne? Kleine Häuser hier in der Mitte auf jeden Fall. Wo gibt's denn hier schon Strom? Hier gibt's schon Strom, gut. Ne, das nochmal weg. Jetzt müssten die da mal ein Haus bauen, damit wir wissen, ob das reicht. Hier machen wir das auch noch hin. Das hier machen wir mal nichts hin, weil da vielleicht ein Arzt und sowas hinkommt. Weiß ich noch nicht. Schauen wir mal. Das erstmal so. Und sieht erstmal gut aus. Wäre schön, wenn einer schon das Haus baut. Ah, da kommen sie. Okay, Strom. Fehlt da noch was? Hier muss noch irgendwo einer ein Haus bauen, damit der Strom da gegeben ist. Wenn hier in dieser Reihe einer baut, dann haben wir, glaube ich, eine Verbindung, oder? Ach, hier hinten ist schon eine Verbindung. Wunderbar. Also die sind schon mit Strom versorgt, Wasser war sowieso da, läuft. Das geht auch runter, ist alles gut. So, haben wir das. Wo sind wir denn jetzt hier überhaupt? Ah, wir sind schon ganz richtig mit der Ausrichtung jetzt. Hier oben müssen wir mal gucken, dass wir ein bisschen was abreißen. Wieder irgendwelche abgebrannten Gebäude. Irgendeine Feuerwehr funktioniert hier nicht, aber hier ist einer direkt neben. Aber naja, da fehlen Häuser von, sag schon, Arbeiter, nicht Häuser, da fehlen Arbeiter. Hier ist auch einer. Soweit sieht es doch gut aus. Straßen sind auch nicht geräumt. Hier fehlt es auch. Was ist das? Keine Ahnung, müssen wir gleich mal gucken.
Fehlen wahrscheinlich Rohstoffe oder sowas. Hier sieht es nicht so aus, dass hier was ist, was wir wegmachen. Oh, hier muss eine Polizeistation hin, definitiv. Hier ist ganz schlimm mit Robbery. Das war nicht die Polizei, das ist die Polizei und die werden wir jetzt hier hin machen. Und alles wird gut. Dann hört das da auch auf mit dem Diebstahl. So, anders noch. Ah, hier ist ein bisschen, aber wird schon werden. Okay, wir gehen nochmal ins Abreißen. Da weg. Und da weg. Das kannst du auch abreißen und das auch. Da gibt es auch noch was zum Abreißen, genauso wie da. Hier sieht es nach Friedhof aus, ne? Friedhof, Gesundheitswesen, Friedhof fehlt hier irgendwo. Da oben haben wir welche, hier unten fehlt es komplett. Wo machen wir den hin? Wenn ich ihn hier hinmache, reicht es nicht da rein. Wenn ich ihn hier hinmache, lass uns ein Krematorium machen. Das ist nicht so groß. Da ist es schon mal, glaube ich, bis überall sozusagen rein, ne? Ja, das passt. Und hier. Ja, fehlt's noch. Kriegen wir das so hin, dass es überall grün ist? Sieht nicht so aus. Ah, dann sind halt ein paar weniger da, ne? Komm, machen wir so. Aber mittendrin ist auch doof, ne? Dann besser hier an der Ecke. Komm, ist gut. Dann passt es auch da. Gut, das haben wir auch. Mach das wieder aus. Was haben wir hier für ein Problem? Gebäude leert sich, alles klar. Da ist was leer. Kein Platz mehr. Müssen wir also so machen. Wir wollten gucken, was das ist. Nicht genügend Kunden, okay. Wenn nicht genügend Kunden sind, können wir aber nichts so ganz für. Ruhiger Eckladen. Okay, das sieht doch erstmal gut aus, ne? Da fährt Feuerwehr überall. Da könnte man noch Gebäude abreißen, aber das ist erstmal alles soweit okay. Da wird der Müll nicht abgeholt, ist aber nur ein Zeichen. Ne, ich glaube, sonst ist noch gut. Dann können wir mal hier rüber gehen, nochmal gucken, was hier so ist. Hier fehlen Arbeiter. Und ein Friedhof fehlt hier wahrscheinlich auch. Gesundheit, Friedhof. Aber dann kriegst du hier nicht hin, ne? Also ich... Ja, hier wird er hingehen. Wie weit geht er nach da hinten? Reicht dann nicht ganz. Da müsste noch jemand mal... Gelände aufschütten. Gelände abschrägen. Gelände glätten. Gelände einebnen. Gelände ändern. Ich würde das jetzt hier mal versuchen, ein bisschen abzusenken. Aber warte mal. So rum. Ne, da müssten wir was aufschütten, nicht absenken, ne? Ne, doch zur Straße hin müssen wir erstmal absenken. So. Und jetzt gucken wir mal, ob wir den Friedhof dahin kriegen. Oh, der ist viel größer. Hätte ich jetzt nicht gedacht.
So, nochmal den Friedhof checken. Noch nicht. Gefälle zu steilen, okay. Na, hier sind wir schon zu hoch. Da haben wir gerade ein Loch gemacht. Jetzt nochmal checken. Wahrscheinlich fehlt uns diese Ecke noch. Es ist unwahrscheinlich schwer zu sehen, ne? Können wir ja mal hier gucken, Gelände glätten. Na, Rechtsklick war jetzt so richtig gut, ne? So, auf ein neues. Respekt. Hat geklappt. Habe ich ja nicht mit gerechnet, weil das so ein richtig schweres Tool ist in meinen Augen. Gut, dann haben wir den Friedhof hier auch. Und der geht auch, naja, nicht ganz bis hier rein, ne? Aber fast. Können die alles haben, ne? Müssen wir mal gucken, wie das klappt. Okay, Bestattungswesen, Gesundheitswesen. Hier hinten fehlt, ne, ein Arzt ist da schon tatsächlich, aber hier fehlt nur einer. Dann können wir hier oben eigentlich einen Arzt hinmachen, oder? Was war das? Ne, das ist ein Altenheim. Ich will einen Arzt. Das hier oder auch das. Also hier machen wir gar nichts gegenüber hin, fällt mir gerade so auf, oder? Weiß ich nicht, lassen wir mal. Mach da den Arzt hin. Dann haben wir das auch. Aber ich würde sagen, wir machen erstmal wieder hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Alles klar, bis dann. Ciao.